Wie lange müsste man zocken, ohne das Fenster aufzumachen, um zu ersticken? Du atmest im Ruhezustand pro Minute etwa 7 Liter Luft ein. Anteil 21% Sauerstoff. Dein Körper verbraucht dabei pro Atemzug etwa 5% und atmet also 16% Sauerstoff wieder aus. Hat dein Zimmer jetzt eine Größe von 3x4 x 2,3 Metern, entspricht das einem Luftvolumen von 27.600 Liter. Um das alles einzuatmen, bräuchtest du bei 7 Litern pro Minute 65 Stunden oder 2,7 Tage. So, jetzt besteht deine Atemluft aber immer noch aus 16% Sauerstoff. Das reicht. Ein Problem gibt es aber. Da du bei jedem Atemzug auch 5% CO2 ausatmest, besteht die Luft jetzt auch aus 5% CO2. Und das macht dich auf jeden Fall schon mal stark schläfrig. Ab so 8 bis 10% erstickst du. Wir können also sagen, dass nach etwa 5 Tagen nicht der Sauerstoff das Problem wäre, sondern das CO2. Aber nur, wenn dein Zimmer luftdicht verschlossen wäre. Ist es aber nicht und somit ist Sterben nahezu unmöglich.